Servus und hallo, wieder eine neue Ausgabe von Monaco Deluxe. Ich freue mich ganz besonders, denn neben mir sitzt einer der besten und begehrten Schauspieler Deutschlands, Hannes Jennecke. Und ich darf dieses Interview mit dir führen und ich freue mich total. Ich habe heute Morgen bei Facebook, ich bin übrigens Bloggerin, meinen Followern geschrieben, dass ich dich heute treffe. Und die haben tatsächlich ein paar Fragen an dich. Darf ich dir die stellen? Natürlich. Und zwar engagierst du dich ja seit Jahren für den Umweltschutz. Die wollen wissen, wie kam es dazu? Ist was passiert in deinem Leben, dass du gesagt hast, ich will was ändern? Oder warum hast du angefangen, dich zu engagieren dafür? Das sind zwei kleine Ereignisse. Eins ist wirklich dumm und pubertär. Ich war, glaube ich, 12, 13, als ich das erste Mal ein Foto von so einem Greenpeace-Schlauchboot gesehen habe, das gegen einen großen japanischen Walfänger angefahren ist. Da habe ich gedacht, boah, das war cool. So, das war eher so, was sind Cowboys? Und dann bin ich irgendwie mit 50 D-Mark Jahresbeitrag Greenpeace-Mitglied geworden und dann kriegst du diesen Newsletter und das hat mich dann schon irgendwie fasziniert, dass wir eigentlich seit 40 Jahren wissen, was wir mit der Umwelt tun sollten und tun genau das Gegenteil. Mhm. Und dann habe ich ja lange in Köln gelebt und war auch in einem Ruderclub und bin da rudern gegangen und dann gab es 1986 dieses Chemieunglück in der Schweiz, Sandoz, glaube ich, war das. Sandoz. Wo der Rhein ein Massengrab für Fische war. Wir konnten wirklich wochenlang nicht mehr aufs Wasser, nicht rudern, weil erstens stank es gotterbärmlich, die gesamten Rheinufer waren auf beiden Seiten voll mit Millionen toter Fische, weil es war nicht nur Sandoz, der das Problem hat, sondern alle Anrainerfirmen, man muss ja auch kommen, jetzt ist der Rhein eh schon versaut, jetzt verklappen wir auch noch unseren Dreck und so. Und Bayer Leverkusen, das haben wir alle gemacht. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ein bisschen mehr passieren. Und weil ich im Fernsehen arbeite, habe ich irgendwann gesagt, vielleicht kann man das mal dokumentarisch irgendwie auswerten. Und ich denke, das Medium ist natürlich ein Unterhaltungsmedium, aber man kann es ja gelegentlich auch mal dazu benutzen, was zu bewegen. Und diese Filmchen, die wir seit 10 Jahren machen, sind erstaunlich wirkungsvoll. Und solange mich das ZDF das machen lässt, werde ich das weitermachen. Und du siehst, deine Fans interessieren sich auch dafür, wenn man was bewegt und sich dafür einsetzt. Meine Branche schimpft immer über das dumme Publikum. Dem muss ich leider widersprechen. Schon nach dem allerersten Film über Orang-Utans und Regenwaldvernichtung hat der deutsche Fernsehzuschauer 1,2 Millionen Euro gespendet. Also wenn mir noch einer kommt und schimpft über das Publikum, kriege ich ehrlich gesagt Brechreiz. Weil wenn was blöd ist, dann ist die Fernsehmacher und nicht das Publikum. Wenn wir den Scheiß Ware vorsetzen, werden die auch scheiße reagieren. Wenn wir den gute Ware, die reagieren ja ganz toll. Du musst dir nur den richtigen Film liefern. Also ich habe da eine sehr eigene Haltung zu. Ich kann nur sagen, das Publikum unterstützt das furios. Wir haben großartige Quoten gehabt die letzten Mal. Und solange ich die Quote habe, darf ich es auch weiter drehen. Also insofern bin ich der Letzte, der über den deutschen Fernsehzuschauer schimpft. Dass so viele Leute Dschungelcamp gucken und Adam und Eva und Schwiegertochter gesucht und Bauer sucht Frau und DSDS und super. Das finde ich auch eine Tragödie. Aber es gibt eben auch ein Publikum, die gucken die guten Sachen. Und an die muss man sich halten. Tolles Statement, Hannes, danke. Ist es denn so weit gekommen mit deinem Umweltschutz, dass du persönlich auch, was das Thema Ernährung angeht und so weiter, dich da auch umgestellt hast? Zum Beispiel was Tierversuche angeht, dass du sagst, ich möchte nur noch Biofleisch oder ich achte allgemein, dass es den Tieren gut geht. Ernährung ist ja gerade so ein großes Thema in Deutschland. Das würde die Follower und Fans auch interessieren. Also ich kann es genau, ich bin seit 1982 Vegetarier. Was? Da war ich noch am Theater und das Einzige, was es in der Kantine gab, war Snickers und Buletten, Frikadellen. Sag mal, was ich immer gegessen habe. Snickers, Kaffee und Zigaretten. Also ich habe mich jahrelang im Theater von so Süßkram. Nein, ich mache das schon ganz lange. Ernährung ist natürlich ein Thema, weil mittlerweile spricht sich herum, wie Massentierhaltung läuft. Ja, es spricht sich herum, wie Hühner gezüchtet werden, wie Schweine gehalten werden. Das geht natürlich gar nicht. Also wenn du das Geld hast, dann leiste dir einmal die Woche ein schönes Bio-Steak. Ein Kotelett von einem Bio-Schwein. Wenn es ein anständiges Leben hatte, finde ich es völlig okay, das auch zu schlachten. Aber so wie wir das handhaben, mit diesen Massentierhaltung, ja. Ich meine, jeder sieht diese Lastwagen, wie die Autobahn fahren, jeder weiß, wie diese Hühnerfarmen aussehen, das kannst du nicht essen. Da isst du auch mehr Antibiotika, Hormone und Desinfektionsmittel als irgendwas anderes. Das kann ja auch nicht gesund sein. Also ich persönlich esse halt kein Tier, weil ich es nicht brauche, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, die ganze Welt muss sofort vegan werden. Ich denke nur, man braucht nicht jeden Tag dreimal Fleisch, es reicht der Sonntagsbraten. Meine Oma hat echt einmal die Woche am Sonntag einen Braten gemacht und das war super. Auch aus Geldgründen. Meine Oma hatte nicht viel Geld. Fleisch ist teuer. Gutes Fleisch ist teuer. Nein, das ist das Schlimme. Fleisch ist ja so billig geworden. Gutes Fleisch. Deswegen kann sich jeder ja so billiges Fleisch leisten. Toll wäre natürlich, wenn man nur noch Biofleisch produzieren würde und die Leute würden nur ein oder zweimal die Woche Fleisch essen. Aber ich bin kein Missionar. Ich kehre vor der eigenen Haustür. Ich persönlich esse kein Fleisch und bin bislang auch noch nicht von den Knochen gefallen. Aber du siehst, da schließt sich der Kreis. Ja? Umweltschutz und so weiter hat mit Ernährung und der Lebenseinstellung was zu tun und das passt bei dir zusammen. Wunderbar.